Hallo Freunde, wie geht's euch? Willkommen bei Marcos Canaria. Heute in dem Video schauen wir uns mal die Promenade an von San Agustin. Und dafür machen wir zusammen hier einen Spaziergang. Hinter mir seht ihr das Meer und dort ist eine riesenlange Promenade. Und das ist meiner Meinung nach einer der schönsten auf Gran Canaria. Wenn du hier im Urlaub seid, solltest du die gesehen haben. Und die schauen wir uns mal zusammen an und schauen, wie unterschiedlich die ist und was man alles hier so sehen kann, wenn man hier spazieren geht. Hier ist gerade eine Karte auch vom Süden von Gran Canaria mit Playa del Inglés, Maspalomas, dazwischen die Dünen. Und San Agustin befindet sich hier. Das heißt, wenn du vom Flughafen kommst, ist es einer der ersten Hotelorte, den du erreichst. Und hier fängt so ziemlich auch die Promenade an. Und von der kannst du theoretisch bis zu den Dünen hier durchgehen. Und dann geht es halt durch die Dünen unterbrochen erst wieder in Maspalomas weiter. Wir starten jetzt hier und wollen die ganze Richtung bis ans Ende von San Agustin spazieren. Wenn du den Kanal häufiger siehst, hast du vielleicht gemerkt, wird eine relativ lange Pause mit neuen Videos. Und das ist, weil wir eine Weile gar nicht auf der Insel waren. Solange wir noch nie, waren es sicherlich knapp 3 Monate nicht auf Gran Canaria. Und jetzt sind wir wieder zurück, das heißt mit der Janina und zum ersten Mal dabei auch mit der Alisa. Die war nämlich der Grund, warum wir längere Zeit nicht dabei waren. Die ist in der Schweiz auf die Welt gekommen und wie es so ist, muss man sich dann ein bisschen Zeit nehmen, bis man wieder reist. Und jetzt sind wir zu dritt und starten in die Videos wieder ganz frisch rein. Deswegen werden die für uns umso mehr wertvoll, auch um später mal ansehen zu können, wie unsere ersten Wochen und Monate und Jahre mit der Kleinen zusammen hier auf der Insel waren. Deswegen freut es mich umso mehr, das aufnehmen zu können und dann natürlich dir was hier zu zeigen, was wir hier auf Gran Canaria sehen. San Agustin Promenade, hier hast du wirklich schönste Aussichten über den Strand, über das Wasser, über die Natur hier auf der Insel und das immer im Wechsel von schönen felsigen Gebieten zu erschlossenen Grundstücken am Strand lang. Und das macht es so wirklich den Unterschied zu den anderen Orten, die teilweise wesentlich touristischer sind und teilweise viel weniger ausgebaut sind. Der Strand hier heißt übrigens Las Burras und so wie ich das sehe, sind hier auch immer wirklich viele Einheimische, die hier hinkommen von Las Palmas, von der Hauptstadt und den Strand besuchen. Das heißt, hier ist ein wirklicher Mix aus Touristen, die hier sind und Einheimischen, die den Strand besuchen und da gerade ein Hund, dass sie aufpassen, nicht drauf zu treten und hier wirklich wunderschön die Sonne genießen. Also das meine ich zum Beispiel mit dem Unterschied zu den anderen Orten hier. Hier im Hintergrund war gerade diese kleine Bar, Corallium nennt sich die. Immer wenn ich daran vorbeigehe, ist die sehr gut besucht. Denke mal, hat man einfach einen sehr schönen Ausblick und sieht sehr, sehr gemütlich. Aber es ist hier einfach nicht so, dass sich Bar an Bar reibt, sondern du hast sowas immer in Abständen. Und dann hast du immer den Strand auf der einen Seite und irgendwas anderes, irgendwelche Gärten auf der anderen Seite. Teilweise grenzen hier einfach auch die Hotels, die Häuser hier dran. Und es gibt einfach unbebaute Grundstücke und es fühlt sich alles ein bisschen offener an. Und was du immer schön im Hintergrund hörst, ist dieses Meeresrauschen und jemand hier unten drin, sobald wir hier sind, wissen wir, ist Schlafen angesagt. Das ist nämlich dann für unseren kleinen Teilnehmer sehr, sehr beruhigend. Jetzt gerade gehen wir auf einen Ort zu, dort haben wir auch schon mal ein Video gemacht und zwar als wir hier die Restaurants empfohlen haben, El Capitan, eben dieses super leckere Fischrestaurant. Ich denke mal, allzu lange wird es nicht dauern, bis wir hier wieder mal zu Gast sind. Und für Leute, die nicht so lange sitzen wollen, gibt es auf der hinteren Seite auch eine Eisbar. Also hier kann man auch noch Eis kaufen oder Smoothies, glaube ich. Und das wollen wir auf jeden Fall auch noch hier auf den Spaziergang heute. Ich weiß nicht, ob es wir direkt hier machen oder ein bisschen später, wenn wir nach hinten weiter unterwegs sind. Also wir haben gerade uns besprochen und gesagt, ja, wir wollen jetzt Eis essen. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, was wir hier Gutes kriegen und genießen es dann unterwegs, wenn wir am Spazieren sind. Also Janina hat sich entschieden für Milchcreme und Karamell, ich für Stracciatella, die Kugel 2,20, ja wahrscheinlich eher so die Strandpreise hier für die Touristen. Wenn man immer Las Palmas ist, in der Hauptstadt, bekommt man für den Preis, ich glaube wahrscheinlich so ein halbes Kilo Eis, da sind die
Portion unglaublich groß. Da waren wir auch schon mal lecker Eis essen. Und das genießen wir jetzt, wenn wir hier weiter spazieren, Richtung Süden. Wer sich übrigens fragt, was gerade für ein Monat ist, wenn du es nicht gerade schaust, wo wir das Video raufladen, ist gerade Januar. Wir sind gerade hier im kanarischen Winter unterwegs. Es sind immer noch über 20 Grad. Heute ist hier mal ein Tag mit ein paar mehr Wolken. Normalerweise ist der Januar auch noch super, super sonnig. Deswegen sind hier ein bisschen weniger Leute am Spazieren. Aber generell ist es hier nicht so überfüllt wie in Playa del Inglés oder Maspalomas, weswegen ich das für so einen Spaziergang sowieso wärmstens empfehlen kann. Siehst, der Strand wird hier immer mal wieder ein bisschen enger und mal wieder ein bisschen weiter. Teilweise stehen hier Liegestühle, die man mieten kann, aber die meiste Fläche hast du wirklich Sand und kannst dich irgendwo hinlegen, wie du magst. Das ist auch so mein Favorit. Ich schätze, hier gibt es jede Menge Touristen, die all-inclusive in dem Hotel sind und nichts verpassen wollen, deswegen den Hotelpool nie verlassen. Aber für mich ist das hier Gran Canaria, was hier am Sand ist. Und da sind wir am liebsten, am möglichst nah zum Wellenrauschen. Und da lässt sich so richtig relaxen. Ans Wasser selber gehen wir heute nicht. Wir haben keine Babytrage dabei. Das wird ein reiner Spaziergang mit dem Kinderwagen. Das machen wir aber ansonsten auch super gerne. Einfach hier wirklich das Ufer mit den Füßen im Wasser abspazieren. Und ist dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wenn du wirklich im Rauschen drin bist, im Wasser drin bist. Kann man auch herrlich machen. An diesem Strand übrigens ist noch ganz speziell, dass jeden August, denke ich, das große Jazzfestival hier ist. Das ist wirklich weltweit bekannt. Das Maspalomas Jazz Festival heißt zwar Maspalomas, ist aber in San Agustin, eben genau an dem Strand. Da wird ein Wochenende lang eine riesen Konzertbühne aufgebaut und da sind da jede Menge Konzerte, wirklich im 10-Minuten-Takt von immer wieder neuen Acts und frei für alle Leute. Das ist der Strand randvoll mit Leuten. Einfach mal ein paar Minuten auf diese Bank da gesetzt und die Aussicht genossen und eben das schöne Rauschen vom Wasser. Hier hinter mir ist übrigens ein sehr schöner Palmgarten. Wer noch ein bisschen mehr Zeit mitbringt, da kann ich einfach mal einen Ausstecher machen und hier ein bisschen reingehen. Also das sind sicherlich ein paar hundert Meter, die hier schön bepflanzt sind. Und das haben wir mit dem Kinderwagen auch schon mal gemacht. Das ist auch nochmal eine sehr schöne Strecke vom Strand weg. Da wird dann plötzlich alles nochmal grün. Und wir marschieren jetzt hier weiter, immer der Sonne entgegen, am Strand lang. Hier immer an den Strandzugängen gibt es übrigens auch diese Duschen. Das heißt, wenn man hier im Sand gelegen hat und den loswerden will, kann man das genau hier bekommen. Auch nochmal extra mit diesen Fußduschen, falls man nur barfuß ein bisschen spazieren war, nutzen wir auch immer gerne, wenn wir einen Abstecher gemacht haben, barfuß in dem Sand. Und hier vorne ist etwas, hatte ich mich anfangs immer gefragt, was ist das genau? Da sind wir anfangs immer nur so dran vorbeispaziert und haben uns genau gewundert, was das ist. Und sieht eben aus wie irgendein altes Gebäude oder ein Bunker, vielleicht wirklich eine Wehranlage oder sowas. Und dann habe ich wirklich mal gegoogelt. Also man findet tatsächlich darüber auch Infos im Internet, auf Wikipedia und so. Und es sind tatsächlich Bunker, die sie gebaut haben im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, um hier die Küste zu sichern. Und die waren hier wohl alle paar hundert Meter am Strand gebaut. Die meisten haben sie dann wiederum abgerissen, weil sie teilweise im Wasser waren und zu gefährlich für die Touristen. Aber viele stehen noch. Und hier sieht man, hat man den Eingang zugemacht mit so einem großen Stein. Und hier ringsherum sieht man noch diese Schießscharten. Da muss dann wohl jemand einsam Wache halten und ausschauen, ob hier irgendwer den Strand betritt über den Wasserweg, der es nicht soll. Und die waren hier einfach immer in Sichtreichweite. Und ab und zu findet man diese Bunker noch hier am Strand von Gran Canaria. Ich glaube, in Playa del Inglés sieht man auch noch so einen, wenn man genau guckt. Wirklich reingucken kann man nicht. Das sind hier die Schießscharten. Da wurde Ausschau gehalten und dann eben das Gewehr oder so durchgesteckt. Keine Ahnung, wie es hier genau ist oder wie groß es hier drin ist. Wie gesagt, der Eingang ist zu. Man kann nicht rein, sonst wer weiß, wird hier einer noch umsonst drin wohnen. Das wollen die auch nicht. Vielleicht sind die auch schon so alt, dass es zu gefährlich ist. Auf jeden Fall ein Stück Zeitgeschichte. Was man hier noch anfindet bei so einem Spaziergang über die Promenade in San Agustin.
Also den Schießstand da vorne lassen wir jetzt hinter uns. Hier vorne findet man auch öfters noch Angler. Heute ist hier nur einer, der sein Glück versucht. Und da vorne sehen wir in der Ferne die Dünen von Maspalomas und auch einen herrlichen Sonnenuntergang. Das heißt, das ist für den späten Nachmittag genau richtig. Jetzt im Januar geht die Sonne ein bisschen früher unter. Wir haben es gerade 10 vor 6 am Abend. Ich denke, in Deutschland ist um die Jahreszeit schon tiefste Nacht, aber hier auf Gran Canaria hast du einfach ein bisschen mehr Licht am Tag. Und das hatte ich hier eingangs auch gesagt, wie unterschiedlich hier diese Promenade ist. Also die Wege werden auch mal breiter, mal schmaler, mal mehr oder weniger am Strand dran. Und jetzt hast du hier eben einfach diese schönen, typischen kanarischen Klippen, die es hier gibt. Halt sehr, sehr steinig und bist noch näher dran am Wasser und hast hier schönen Ausblick über das weite Meer, was irgendwo im Horizont verschwindet. Auf den anderen Seiten haben wir jetzt hier Bungalows und mit schönen bepflanzten Gärten und Leuten, die auf ihren Terrassen in der Sonne sitzen. Also hast du zwischendurch auch immer mal was Neues zu gucken, wenn du hier am Spazieren bist. Ich schätze mal, dieser Teil von der Promenade ist schon deutlich älter als der Rest. Also hier löst sich der Untergrund so ein bisschen auf. Also keine Gefahr, aber für den Kinderwagen wird es einfach ein bisschen rappelig. Deswegen trage ich jetzt die Kleine, die Nina schiebt, hinterher. Und zwischendurch sieht man mal an den Rändern auch wirklich so einen alten Teil des Strandes. Sieht man teilweise alte Steintreppen, die hier noch runterführen, als es noch nicht diese Sandstrände gab, die dann zwischendurch noch angelegt wurden. Und das ist zum Beispiel so ein Teil. Wer weiß, wie alt diese Steintreppe hier schon ist und wie das früher der typische Badestrand war, bevor der Rest so schön erschlossen wurde, wie er jetzt ist. Hier geht es auf jeden Fall um die letzte Kurve auf diesem Rüttelweg und dann wird der Untergrund auch schon mal schöner. Dann kommt die Kleine wieder zurück in den Kinderwagen und wir schieben dann weiter die Promenade entlang. Also wenn man hier genau guckt, sieht man auch noch mal so eine Steintreppe, die hier runterführt. Wer weiß, was hier früher mal war für einen Beachclub oder sowas. Oder vielleicht auch ein Haus, was hier stand, was dann weg musste, als die Promenade kam. Früher sah es hier in San Agustin ganz anders aus. Ich sehe ab und zu mal wirklich so alte Fotos von Gran Canaria. Und da sieht man auch, wie sich in ein paar Jahrzehnten hier alles so sehr stark geändert hat. Wenn ich was finde, dann schneide ich es jetzt mal an diese Stelle ins Video rein und zeige dir ein paar Bilder und du weißt, wovon ich spreche. Hinter mir ist Las Burras Beach House. Das ist, glaube ich, relativ neu aufgemacht und tagsüber ist es auch gut besetzt. Das ist auch ein Ort, wo wir noch mal reinschauen müssen. Und jetzt sind wir eben an dem nächsten Teil vom Strand. Wie gesagt, immer mal unterbrochen von Klippen zu angelegten Strand. Jede Menge Strandliegen, die auf Touristen im Sommer warten oder eben auf wärmere und längere Sonntage. Jetzt kurz vor Sonnenuntergang sind wirklich nur noch die Leute draußen, die wirklich den Sonnenuntergang ansehen wollen und haben sich hier die berühmt-berüchtigten Orte ausgeguckt, um zuzuschauen, wie die Sonne am Meer versinkt. Jetzt
sind wir so ziemlich am Ende von unserem Spaziergang angekommen. Das heißt, wir müssen jetzt umdrehen und spazieren die ganze Richtung nochmal, Richtung Auto zurück. Aber du hast jetzt alles gesehen. Hier ist übrigens jetzt der nächste Punkt, wo wir normalerweise gerne einen Stopp machen und ein Eis essen. Das wäre jetzt die Alternative gewesen. Das hatten wir vorhin schon gehabt. Wer noch Puste hat und vielleicht ein bisschen früher angefangen hat, für den ist der Weg hier nicht vorbei. Der kann noch ein bisschen weitergehen. Wie gesagt, ganz Playa del Inglés kann man hier noch ablaufen. Auf unserem Rückweg machen wir auf jeden Fall nochmal Stopp und genießen wirklich schön den Sonnenuntergang. Das werden wir noch festhalten und hier ans Ende vom Video hauen. Deswegen verabschieden wir uns hier an der Stelle für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es so gefallen wie mir. Deshalb schreibt doch mal in die Kommentare, ob du hier schon mal warst oder ob du planst, hier hinzukommen. Würde mich immer freuen, von euch zu hören. Auf jeden Fall, wenn das Video gefallen hat, klickt den Like-Button. Das hilft ungemein und freut uns immer ein bisschen Feedback zu hören. Wir überlegen uns jetzt auf jeden Fall die nächste Aktivität, die wir auf Video packen. Deswegen sei gespannt. Und falls du noch nicht zu den Abonnenten gehörst, jetzt die Chance, hier unter dem Video auch auf Abonnieren zu klicken und auf das Glockensymbol daneben, denn dann lässt sich YouTube immer wissen, wenn wir was Neues raufladen aus Gran Canaria. Also vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.